Das wird jetzt alles mal erledigt. Ui. Guckt euch das mal an, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Aber kein Blatt weht. Also entweder ist hier windstill oder das sind einfach nur reingeknüllte Texturen. Na gut, der Himmel sieht auch nicht übel aus. Trotzdem ein bisschen unheimlich. Das sind ein paar Kräuter, wo man mitnehmen kann. Keine Pilze, da ist gar nichts. Da ist schlicht und einfach gar nichts. Gut, was ist denn das? Komm auf Smash, jawohl, rein da. Nee. Komm, geh fort. Kann man da noch hochgehen irgendwie? Ging das nicht? Nee, geht nicht. Keine Ansicht, keine vernünftige von oben jedenfalls. So, der ist kaputt und die ist auch kaputt. Oh Mann. Gut, und die haben sogar, manche von denen haben auch Loot dabei. So, und jetzt wollte ich mal gucken, hier sind auch ein paar Ruinen. Ist aber wahrscheinlich nichts mehr übrig davon, also keine Kisten mehr. Nee, kann man auch gar nicht hochgehen. Selbst wenn man das möchte. Es geht nicht. Gut, ich... Oi. Da vorne, das sieht aus, als wenn dort... Es sind zum Glück keine Drachen. Da ist wieder ein grauen Elfenwurzel. Jawohl. Gut, Elfenwurzel. Die Elfenwurzel wurde als erstes von den Elfen von Arlathan benutzt. Daher auch der Name. Die Wurzel verlieh ihren Arzneien zusätzliche Wirksamkeit und als das Reich die Elfen besiegt hatte, übernahmen die Magister die Pflanze und sie wurde in allen Ecken des Reiches überaus beliebt. Die Elfenwurzel ist eine zähe Pflanze mit großen grünen Blättern, die vielerorts wild wächst. Sie ist so verbreitet, dass sie in den meisten Gärten und Feldern zu finden ist, fast wie ein Unkraut. Im Gegensatz dazu freuen sich allerdings die meisten Leute, wenn sie Zugriff auf dieses wunderbare kleine Gewächs haben. Die Wurzeln kann man ohne große Vorbereitung verarbeitet werden. Okay. Reibt man beispielsweise Wunden mit ihrem Saft ein, wird die Heilung beschleunigt und der Schmerz gelindert. Das Kauen kleiner Pflanzenteile heilt harmlose Krankheiten wie Magenverstimmung, Darmwinde und Heiserkeit. Es gibt verschiedene Arten, aber die für Kräuterkundige wichtigsten sind die bittere, die leicht und die königliche Elfenwurzel. Auszug aus das Botanische Kompendium von Ines Akantia, Botanikerin. Ines, die gab es auch aus dem ersten Teil. Aus dem einen Add-on, da musste ich die befreien. Ist nicht schlecht. Ist die Ines ja gewesen. Hier, Dalish Jäger, seid gegrüßt. Halt, Shemlen! Die Euren sind bei den Dalish nicht willkommen. Okay, Thema vertiefen. Wie habt ihr mich genannt? Was sind die Dalish? Nee, das ist wurscht. Ich will keinen Ärger. Mir wurde ein Amulett für jemanden namens Marathari gegeben. Woher kennt ihr diesen Namen? Moment. Das ist der, von dem die Hüterin gesprochen hat. Ein Shemlen? Ich dachte, es ging um einen Elf. Betretet das Lager. Hüterin Marathari hat auf euch gewartet. Wenn ihr Ärger macht, lernt ihr unsere Klingen kennen, Fremder. Marathari, ich soll euch dieses Amulett bringen. Andarana Tishan-Reisende. In der Tat. Ich bin Hüterin Marathari. Lasst euch ansehen. In eurem Antlitz ruht Wahrheit. Das ist selten bei Menschen. Erzählt mir, wie euch diese Bürde zugefallen ist, Kind. Okay, Thema vertiefen. Habt ihr mich erwartet? Warum sollte das Amulett hierher? Was macht das Amulett? Ich frag sie mal. Eure Wachen sagten, ihr hättet von mir gesprochen. Woher wusstet ihr von meinem Kommen? Ich habe zugehört. Dem Wind. Den Vögeln, so wie es die Jäger tun. Meinen Träumen. Und ich habe die Sterne geschaut. Überall um uns herum ist große Weisheit zu finden. Man muss sie nur zu hören wissen. Aber ich war nicht sicher. Nichts ist sicher. Okay, Thema vertiefen. Warum sollte das Amulett hierher?
Seid ihr die Anführerin dieser Dalish? Warum hat die Hexe mir aufgetragen, euch dieses Amulett zu bringen? Ich bin die Hüterin dieses Clans. Es ist meine Aufgabe, mein Volk zu leiten und dafür zu sorgen, dass die alten Lebensweisen nicht vergessen werden. Was Asha Belanar angeht, so bin ich mit ihr verbunden. Genau wie ihr durch eine Schuld, die beglichen werden muss. Ja, Thema vertiefen. Was macht das Amulett? Was genau habe ich eigentlich mit mir herumgetragen? Magie? Ein Versprechen, Kind. Gegeben von einem, dessen Wort noch immer Gewicht hat. Und darum hat es auch schreckliche Macht. Nur wenige Dinge auf dieser Welt sind stärker als ein gehaltenes Versprechen. Vergiss das nicht. Okay. Ich halte meine Versprechen immer, ist das obere. Darum bin ich hier, ist die Mitte. Nehmt einfach das Amulett. Ich nehme das obere. Die Besitzerin dieses Amuletts hat meine Familie vor der Verderbnis gerettet. Und dafür habe ich zugesagt, es euch zu bringen. Es ehrt euch, dass ihr zu mir kommt. Aber ich fürchte, eure Aufgabe bei dieser Sache ist noch nicht erledigt. Das Amulett muss zu einem Altar auf den Berggipfel gebracht werden, wo dann ein Dalish-Ritual für die Verblichenen abgehalten werden muss. Danach bringt ihr das Amulett zu mir zurück. Wenn ihr das tut, ist eure Schuld beglichen. Werdet ihr mir dieses Ritual für die Verblichenen beibringen? Ich gebe euch meine Erste an die Seite. Sie wird dafür sorgen, dass das Ritual abgehalten wird. Und ich muss euch bitten, sie danach mitzunehmen, wohin ihr auch geht. Was? Wen schickt ihr? Wer ist eure Erste? Erste wovon? Euer Volk würde sie als Schülerin oder Erbin bezeichnen. Meryl hätte meinen Platz als Hüterin eingenommen. Aber sie hat sich für einen neuen Weg entschieden. Geleitet sie bitte sicher von hier fort. Okay, wie ihr wünscht. Seltsam. Und ich brauche sie nicht. Ich nehme das obere. Wenn es das ist, was ihr wollt? Es ist nicht das, was ich will. Aber es ist das, was sie will. Meryl wartet an dem Weg auf euch, der den Berg hinaufführt. Darris Shiral. Okay. Das heißt, es gibt noch eine Aufgabe zu erledigen. Puh. Gut, und ich denke mal, es ist nicht ratsam, bei denen irgendwas verstibitzen zu wollen. Ui, was sind das für einer? Meister Ilin. Ich bin Meister Ilin, der Borgner dieses Clans. Dazu gezwungen, so nahe bei dieser Shemlen-Stadt zu bleiben, habe ich schon zahlreiche Außenstehende in unserem Lager gesehen. Braucht ihr irgendetwas? Okay, erzählt mir von eurem Beruf. Seid ihr auf irgendetwas spezialisiert? Was für Dinge stellt ihr her? Ein Borgner der Dalish macht vieles. Er stellt Waffen her, Rüstungen und alles, was unser Clan braucht. Okay, nein, alles in Ordnung. Ich brauche im Moment nichts. Natürlich. Oh, wie abfällig, ey. Sieht doch gar nicht nee, so ich werde aus. Diese Kiste nicht was plündern. Das kann sonst nach hinten losgehen. Obwohl, ich speichere mal ab. Vielleicht sehen sie es nicht. Ich gehe mal hin und speichere mal. Vielleicht geht's schief, so wie im ersten Teil. Landkarte des besetzten Kirkwall. Okay. Dann hier die Quest aktualisiert. Eine Karte mit einer großzügigen Auslegung der Grenzen von Orlais. Ähnliche Dokumente wurden bei jeder Befreiung von Kirkwall in großer Anzahl aus den Fenstern geworfen. Sehr zum Leidwesen der mit der Aktenführung Betrauten. Interessant. Interessant. Gut, gehen wir mal weiter zum Berg. Hier muss ich hoch, okay? Da ist Meryl. Ich habe euch nicht gehört. Ihr müsst derjenige sein, von dem mir die Hüterin erzählt hat. Anathera.
Verzeiht, dass ich nicht nach eurem Namen gefragt habe. Es ist doch nicht unhöflich, einen Menschen nach seinem Namen zu fragen, oder? Ich bin Meryl, was ihr wahrscheinlich bereits wisst. Ich schwafle, tut mir leid. Okay, Thema vertiefen. Warum verlasst ihr euren Clan? Warum verlasst ihr die Dalish, um nach Kirkwall zu gehen? Weil ich muss. Lasst es uns bitte für den Moment dabei belassen, in Ordnung? Okay, habt ihr was falsch gemacht? Ich bekomme langsam das Gefühl, dass ihr in Schwierigkeiten steckt. Nein, so ist es nicht. Zumindest nicht genau. Die Hüterin und ich hatten Meinungsverschiedenheiten. Aber das klärt sich mit der Zeit von selbst. Okay, Thema vertiefen. Was war das? Ich hab da was gesehen, die hat irgendwas gezaubert oder so. Habt ihr das seltsame Geräusch gehört? Oh, ich habe nichts gehört. Haha, das glaube ich nicht. Was ist? Ihr wirkt ziemlich nervös. Ich habe noch nie einen Menschen getroffen. Die Mütter der Dalish erschrecken ihre Kinder mit Geschichten über euch, wisst ihr? Also natürlich nicht über euch persönlich. Über euch gibt es bestimmt keine Geschichten. Oder zumindest keine gruseligen. Nicht, dass ihr nicht bemerkenswert genug wärt, um Geschichten zu haben. Ich halte jetzt einfach mal den Mund. Ist eine Vielquatscherin. Aber vielleicht gibt es auch eine gute Gefährtin ab. Für die Reise. Und vielleicht auch für weitere Dinge. Wer weiß. So, Thema vertiefen. Wer seid ihr? Gut, sie hat sich ja vorgestellt. Zurück. Erfreut euch kennenzulernen, ist das Obere. Seid nicht so nervös. Lasst uns gehen. Ich nehme das Obere. Mein Name ist Hawk. Freut mich, eure Bekanntschaft zu machen, Meryl. Danke. Ich fürchte, ich habe nur wenig Erfahrung mit eurer Art. Die Hüterin sagte, ihr kämet aus Ferelden. Ich habe dort den Großteil meines Lebens verbracht. Wir sind erst vor wenigen Jahren in den Norden gezogen. Seid ihr schon lange in den freien Marschen? Gefällt es euch hier? Okay, man hat Möglichkeiten, ist das Obere. Könnte schlimmer sein, ist die Mitte. Und ich musste herkommen. Ich nehme das Obere. Ich lebe jetzt seit einem Jahr in Kirkwall. Für einen neuen Anfang ist es ein guter Ort. Wirklich? Hoffentlich habt ihr recht. Wir sollten gehen. Unser Ziel ist Asha Bellana und es ist nicht klug, sie warten zu lassen. Was? Die ist hier? Flemmeth ist nochmal hier? Die taucht tatsächlich nochmal auf. Okay, Thema vertiefen. Erzählt mir von dem Ritual. Was müssen wir mit dem Amulett machen? Das Ganze ist eine Art Bestattung. Ich erledige das, sobald wir auf dem Berggipfel sind. Das Schwierige ist, bis zum Gipfel zu kommen. Unseren Jägern ist es noch nicht gelungen. Dunkle Wesen streifen dort herum. Okay, so jetzt Jan wie dunkle Brut oder Schlimmeres. Kennt ihr meine Aufgabe? Stimmt es, dass ihr mich und das Amulett schon geraume Zeit erwartet? Die Hüterin brachte uns hierher, um auf euch zu warten. Mehr weiß ich auch nicht. Ich weiß, dass ihr Asha Bellanas Amulett habt. Und dass wir es zu dem Altar auf dem Berggipfel bringen müssen. Das ist alles. Okay, Thema vertiefen. Kennt ihr Asha Bellana? Kennt ihr die Hexe, die mich hierher geschickt hat? Nein, nicht persönlich. Allerdings erzählt sich mein Volk Geschichten von ihr. Ihr habt großes Glück. Die meisten, die Asha Bellana treffen, enden als kleine Stücke, die von Bäumen hängen. Holla, holla. Okay, zurück. Ich bin bereit zu gehen. Bringen wir es hinter uns. Gut. Codex aktualisiert. Okay, Meryl, den Geschichten zufolge besaßen früher alle Elfinnen diese Gabe, aber sie ging verloren, wie so vieles andere. Die Hüterin muss erinnern, muss bewahren, so viel sie kann. Mit jeder Generation, die vergeht, wird die Magie unter den Dalish seltener. Da die Gabe somit auszusterben droht, werden magisch begabte Kinder unter den Clans weitergegeben, damit jeder Hüter einen Nachfolger hat und kein Clan Gefahr läuft, ohne Führung zu sein. Meryl wurde im Alarion-Clan geboren, der die Hügel Nevarras durchstreifte. Sie war das dritte Kind des Clans, das mit der alten Gabe geboren wurde und als das nächste Alathven die Zusammenkunft der Clans stattfand, wurde sie dem Sabrai-Clan übergeben, um die erste von Hüterin Merthari zu werden. Meryl war damals gerade 4 Jahre alt. Sie verbrachte einen Großteil ihres Lebens in Ferelden und der Kokari-Wildnis, bis ihr Clan letztendlich von der Verderbnis in den Norden getrieben wurde. Interessant, das ist also ihre Geschichte.
Gut, jetzt gehen wir hier mal weiter rauf. Ui, ui, ui. Okay, das sind Untote. Skeletors und Leichname. Obwohl eigentlich nur Leichname. Die sehen doch lecker aus. Das ist so richtig so saftig. Okay, das ist die Meryl. Ui, ui, die wird auch reingezwiebelt. Hier, 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 hier. Uff, sehr gut. Und das sind Bogies. Ganz giftig. Jawohl, guck mal, wie schön die geplatzt sind. Das ist ja geil. Und hier... Die Hüterin erwähnte nicht, dass ihr eine Magierin seid. Wir beherrschen alle ein wenig alte Magie. Den Geschichten zufolge besaßen früher alle Elvern diese Gabe. Aber sie ging verloren, wie so vieles andere. Die Hüterin muss erinnern, muss bewahren, so viel wie sie kann. Okay, Thema vertiefen. Was ist mit Dämonen? Können Dämonen von Magiern der Dalish nicht Besitz ergreifen? Es kann vorkommen. Und in dem Fall muss der Clan seine eigene Hüterin jagen und töten. Hört sich gar nicht so gut an. Was ist mit Templern? Weiß die Kirche von den Magiern der Dalish? Ja, natürlich. Hüterin Marathari hat mir erzählt, dass das einer der Gründe ist, warum wir nie länger an einem Ort lagern. Solange wir uns von den Städten fernhalten und immer weiterziehen, verfolgen sie uns nicht. Und es macht niemandem etwas aus, ständig weiterzuziehen, nur um einige von euch zu schützen? Warum sollte es? Sobald ein Jagdgebiet leer ist, gibt es keinen Grund mehr zu bleiben. Aber jetzt schwebt mein Clan in größerer Gefahr, weil wir unsere Halla verloren haben. Oh, die Halla. Genau, die Halla-Hallos. Das sind ihre Rehe, sag ich mal, ihre Viecher halt. Von denen sie halt gelebt haben. Deswegen, die kenne ich ja auch noch aus dem ersten Teil. Seid ihr nicht in Gefahr? Wenn ihr nach Kirkwall geht, seid ihr eine Abtrünnige in einer Stadt voller Templer. Ich weiß, aber wenn ich nicht nach Kirkwall gehe, bin ich allein. Eine einsame Elfin ist leichte Beute für jeden. In der Stadt kann ich in der Menge untertauchen. Mag sein, aber die spitzen Ohren könnten dich verraten. Und dein Stab? Der tut eigentlich sein Übriges, es sei denn, du tust ihn halt weg. Thema vertiefen. Okay, da gibt's nichts Neues. Danke für die Hilfe. Dieses obere, dann die Mitte, gute Arbeit. Und unten, ihr hättet mich beinahe getroffen. Nee, das hat sie nicht. Ich nehme das obere. Ich bin froh, dass ihr vorhin eingegriffen habt. Oh, es war mir ein Vergnügen. Ich war nicht sicher, ob ich eine Hilfe bin. Ich habe zwar ein wenig Kampferfahrung, aber dabei war ich stets allein. Ich versuche, niemanden zu treffen. Auf unserer Seite meine ich... Ich plappere schon wieder. Gehen wir. So schön, wenn du plapperst. Ich mag so die Damen, die plappern. Aber nur bei mir halt. Ich spreche eigentlich auch ganz gerne mit den Leuten so ein bisschen. Manchmal auch ein bisschen unnötig. Wie Papa Mora ab und zu immer so schön sagt, zu viel Input. Aber, naja. Bringen wir es hinter uns! Ui, ui, ui. Hier haben wir wieder Party. Einen schönen Leichnam hier zum Schänden. Oh Mann, da mache ich überhaupt keinen Damage. Aber was haben die denn für eine Schadensart? Ich glaube, da hätte ich irgendwelche Morgensternknödel oder was nehmen sollen. Aber wir kriegen sie platt, denke ich. Na komm, haut drauf. Dass da nichts zuckt. Super. Und da oben sind noch welche. Oh ey. Ey, die hat ganz schön was aus. Boah, was halten die denn aus? Unglaublich, ey. Gut. Habe ich ein Level abgekriegt? Tatsächlich. Ich habe ein Level abgekriegt. So, jetzt machen wir hier mal noch 2 Punkte auf Stärke. Und 1 Punkt noch auf Grunzdi. So, jetzt haben wir hier wieder Knödelpunkte zu verteilen. Was bin ich jetzt? Level 5. Das ist erst Stufe 6 machbar. Sturmschlag. Der Krieger entfesselt einen Sturm von Schlägen, der beträchtlichen Schaden verursacht und Feinde oftmals zurückwirft. Nehme ich, oder? Ja. Black. Jetzt habe ich wieder neue Fertigkeit dazugekriegt. Und da hinten, jetzt habe ich gedacht, da glitzert irgendwas, hat es aber nicht. Gut, gehen wir weiter.
Jetzt gehen wir noch weiter rauf. Ui, Dalish-Jäger. Hat die Hüterin also endlich jemanden gefunden, der dich von hier wegbringt? Ja. Dann erfüllt rasch eure Aufgabe, Mensch. Wir können die da nicht schnell genug loswerden. Ich wittere eine Geschichte. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Und ich werde unseren Clan retten, wider alle Vorbehalte. Okay, gibt es ein Problem? Nun, hübscher Berg, genug. Ich nehme das obere. Was geht hier vor, Meryl? Nichts. Lediglich Unwissenheit. Wir sollten gehen. Was genau muss sie machen? Das ist ein Sack. Okay, ein paar Schäkel drin, Heiltrank und Ausdauertrank. Ist ganz gut. Gut, gehen wir weiter hoch. Bei der könnte ich auch langsam mal die Aura da aktivieren. Gut, die ist jetzt auch permanent aktiv. Hat er auch so eine Aura oder irgendwas? Nee. Glaub nicht, ne? Geschwindigkeit. Okay, was hat denn der noch für Dinge? Festhalten, der Schuss. Na gut, dann soll er mal schneller angreifen. Ich denke, das hilft dem ja auch ein bisschen. Und hier, was hat denn die? Schildverteidigung. So, das ist diese Defensivknolle. Machen wir einfach mal weiter. Okay, das ist... Ui, Sunder Hügelweg. Da geht's jetzt da rein, oder was? Okay, steigen wir mal da rein. Es tut mir leid. Ihr bekommt nicht gerade die besten Seiten der Dalish zu sehen. Wir sind gute Leute, die aufeinander Acht geben. Nur heute anscheinend nicht. Okay, seid ihr in Ordnung? Ist das obere, dann hier die Mitte. Sie wirken überaus freundlich. Was habt ihr getan? Ich nehme das obere. Kann ich euch irgendwie behilflich sein? Danke der Nachfrage. Alles in Ordnung. Selbst wenn mein Volk mein Streben nicht zu schätzen weiß, muss ich es doch zu Ende bringen. Gehen wir. Asha Bellana ist nicht gerade für ihre Geduld bekannt.